Alola, liebe Pokémon-Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mond. Wir sind jetzt fertig mit dem Berg Hokulani, genau so heißt der Berg, Hokulani, der Prüfung von Kreis. Und jetzt geht es den optionalen Weg nach oben und danach den storymäßigen Weg nach unten zum Mount. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, aber zum anderen Berg auf jeden Fall. Aber erst, wie gesagt, oben zum optionalen Weg. Da können wir noch ein bisschen unser neues Fuego testen. Beziehungsweise könnte ich mal die Mannschaft wieder ein bisschen durchtauschen. Sonst werden die ein bisschen zu krass. Geh du mal nach vorne, Shadow. Genau, da muss ich mich auch noch in nächster Zeit mal darum kümmern, dass sich Shadow mal zu, also Apollo zu Gengar entwickelt. Muss ich mal gucken, wer da bereit wäre, kurz hin und her zu tauschen. Aber ich denke, da finde ich niemanden. Also, wie ich dieses Grasbüschel gefunden habe, aber ich denke, da kommt nichts raus. Und jetzt zur Deko. Und was ist das? Ach, die Bibliothek, wo wir die Bücher gelesen haben. Okay. Ich denke, da hinten war ich auch schon. Wenn es einen hinten gibt. Ne, das ist kein hinten. Schade, kein Hintern. Na, macht nichts. Also, hoch zur Route Nummer 10. Ne, Kap am Stadtrand. Da habe ich schon ein paar Trainer gesehen. Und auch keinen herausgefordert. Aber ich wähle dich. Als neuen Kontrahenten. Sauberkeit geht über alles. Als Hausmeister ist selbst meine Art zu kämpfen völlig sauber. Der Hausmeister. Jetzt dürfen wir uns warm anziehen. Wie sieht denn der aus? Der Zähne wie ein Walrus. Hausmeister Malcolm? Ah, interessant. Ich muss gerade überlegen, wie ist der Hausmeister von Scrubs? Der ist nicht Malcolm, es war eh so ein richtig fettes Mysterium, wie der Hausmeister heißt. Da gibt es auch verschiedene Theorien, dass sogar der Hausmeister einer der Doktoren ist. Naja, egal. Nicht verwirren lassen. Dafür habe ich ja mein Geister-Pokémon. Mach mal Finsterfaust. Gegen diese Mülltüte. Horta. Was hatte der? Eins Müll. Lässt aber seine Verteidigung steigen und zur Spezialverteidigung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also machen wir Nachtnebel. Wenn das nichts hilft, dann deine Undichtattacken. Schlammbart. Aber das tut ja so weh. Aber vergiftet mich nicht mal. Nicht zu. Ah, ihr löst sogar. Verdammt. Gut, wie gesagt, macht ja fast keinen Schaden. Also noch einmal. Gegenstoß. Right in your. Mülltütenface. Und dann ist Onratiotox, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon vom Design her, besiegt. Und noch ein, super. Eins ist nicht genug. Ich kämpfe mal weiter, ich brauche unbedingt die Erfahrungspunkte. Eine Mülltüte als Pokémon, das ist die beste Idee ever. Kannst du immer wieder betonen, das ist so ein genialer Chemiestreich. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Zumindest einigermaßen viel. Und immer dieselbe Taktik. Obwohl ich denke mal, die haben gar nicht mal so viel mehr drauf mit Verteidigung steigen. Die ist dann sicher nicht schlecht, aber das bringt einfach nichts. Wenn er nicht merkt, dass das nichts bringt, dann macht er das dann. Oder hat er sonst nichts drauf? Ich weiß nicht so recht. Nicht gerade die klügste Mülltüte unter der Sonne. Aber gut, 1000 Mal ein bisschen Schaden macht auch etwas Schaden. Aber noch geht's. Und down.
Mülltüte Nummer 2 wurde weggeräumt. Da hast du mich ja ordentlich weggeputzt. 1080 Poké-Dollar. Vielen, vielen Dank. So ein bisschen hier aus wie ein Ast-Trainer, aber nee. Ein Hausmeisterchen. Ein Item. Und da war einer, also ein Ast-Trainer. So vom Stil her. Der dreht sich aber nicht um. Nee, ein kleines Mini-Event. Gut, das reicht. Ab nach Hause. Slime. Hey du da, das geht nicht. Wir sind noch bei der Arbeit. Was arbeiten die? Hausmeisterjobs oder so? Keine Ahnung. Was denn? Du wirst doch jetzt nicht so kleinlich sein. Er will doch nur sehen, was wir machen. Ist doch nichts dabei. Okay. Chef. Dann erkläre ich dir mal alles. An diesen Orten sorgen wir den gesamten Müll, der in der Nola anfällt. Der gesamte Müll von allen 5 Inseln. Bei einer winzig kleinen Mülldeponie. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Die Angestellten bringen den Müll zu den Slimer und Slimog, die ihn dann für uns fressen. Der Slimog, unser Chef, kann sogar bis zu 10 Tonnen an einem Tag verdrücken. Apropos verdrücken, kommt das nicht irgendwann bei denen hinten raus und muss nicht das dann deponiert werden irgendwie? Oder ist die gesamte Anlage nur eine riesige Halle voller Slimer und Slimogs, die es auffressen? Das ist ein ziemlich großes... Das würde ziemlich viel von den... Ich kann kein Deutsch. Das würde der Umweltproblematik bei uns sehr helfen. Genau, so geht das Satz richtig. Wenn wir nur Real-Life-Slimers und Slimogs haben, die den ganzen Müll auffressen, auch den radioaktiven Müll, war gar nicht mal so schlecht. Aber Pokémon gibt es ja leider nicht, also klappt das wohl nicht. Tja, mein Slime und ich arbeiten erst einmal nur auf Probe. Also der Praktikant, sag mal, ist das nicht ein Inselwanderschaftsabzeichen? Jupp. Als ich ein Kind war, habe ich auch für die Prüfungen versucht. Es war mir aber zu anstrengend, deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben. Ja gut, so anstrengend ist es jetzt nicht. Ich meine, ich fahre 5 tropischen Inseln rum, das ist eher wie Urlaub. Weißt du was? Mein Slimebox sieht aus, als hätte es ein bisschen zu viel gefuttert. Wäre es so gut, ihm mit einem Kampf bei der Verdauung zu helfen? Ich soll ihm beim Scheißen helfen. Okay. Dann machen wir mal einen Einlauf oder so. So lobe ich mir das. Lass uns anfangen. Wir sind Verdauungshelfer von Gerald. Ein Alola Slimog. Oh Gott. Das sieht aus wie ein Kostüm für das Kawaii-Festival. Das ist ja mega bunt. Das sieht sehr radioaktiv aus. Irgendwie noch ziemlich cool. Auf jeden Fall schöner wie das Alola Slimer. Gut, gleiche Taktik. Einfach drauf Geister hauen. Finsterfaust. Das ist nicht sehr effektiv. Giftzahn. Das vergiftet mich eher. Aber diesmal nicht. Gegenstoß. Und nicht, vielleicht bringt das ein bisschen mehr wie Geist. Auch nicht. Okay, mehr wie Geist und Unlicht habe ich nicht. Jetzt habe ich da jetzt ein bisschen schlechte Karten. Aber durchtauschen wird noch nicht so viel. Gut, du hast noch Flug im Petto. Das muss ich ganz klein wieder hochleveln. Ah, oh, das schreit schon fast noch, dass ich irgendwann wieder eine kleine Säurespeier. Das ist mir jetzt auch neu.
dass ich mal wieder eine kleine Trainingssession mache, damit ich am besten alle auf 35 hochlevel. Ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also noch geht's, aber bis später wäre es gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann machen wir es mal weiter. So, einmal treffen bitte, einmal Windstoß. Er wehrt die Attacke schon wieder ab. Ach, deshalb. Da steigert den Flugzeug enorm. Oder steigt stark, so rum. Das heißt, er ist ein bisschen schwierig zu treffen. Aber irgendwann treffe ich ihn auch mit meiner kompletten Härte, die gar nicht vorhanden ist. Ach. Okay, ich denke, ich kann es leicht wegbrennen, aber ich will euch. Warte mal, Vogel. Du hast noch Feuer, genau. Kann ich den Müll schön verbrennen? Komm schon! Vogel. Mit diesem unglaublich geilen Blick. Einmal Feuer bitte. Das müsste jetzt was bringen. Ja. Und noch die Init steigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, vergiftet. Wow. Mann, oh Mann, oh Mann. Bringt das viel? Keine Ahnung. Ich bringe mal weiter. Nochmal die Nitro-Ladung. Nochmal Giftzahn. Ach, dieses ewige Hin und Her. Denk mal, Vogel müsste es überleben. Dann zertrümmere, versuch's mal. Kampf. Bringt das was? Ja, aber nicht so mega viel. Das könnte mir jetzt mit vergiftet den Rest geben. Tschüss, Vogel. Aber es müsste genug sein, damit Shadow ihn umhauen kann. Da brauche ich die EP nur mit zwei Pokémon teilen. Ich hoffe mal, der bringt ordentlich was. Nochmal Finsterfaust. Ein, zwei Mal. Gut, da keine Tränke dabei. Perfekt. Und er geht jetzt down. 1012. Hui. Das ist ja fast ein bisschen was. Puh, das muss ich erstmal verdauen. Was labert immer von verdauen? Bis leicht ekelhaft. Na gut, der ist jetzt down. Hehe, ich habe nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Jungchen. Unglaublich. Du hast das Slimebock des Chefs einfach. Ja, nicht einfach, aber er ist besiegt. Krieg dich wieder ein. Du bist als nächstes dran. Aber mein Slime und ich, wir schaffen das niemals. Jetzt reicht's aber. So warst du schon als Kind. Sobald du ein bisschen knifflig wirst, schmeißt du gleich alles hin. So wie bei den Prüfungen. Und so jemand nennt sich mein Sohn? Weißt du, eigentlich würde ich dir meinen Platz hier überlassen. Aber solange ich mir noch solche Sorgen um dich machen muss, geht es einfach nicht. Aber Papa, oh, dieses Familiendrama. Okay. Aber jetzt werde ich nicht mehr weglaufen, sondern alles geben. Lass uns kämpfen. Ja, auf zum Kampf. Ich werde jetzt endlich erwachsen. Du wirst schon sehen, Paar. Chef. Wahrscheinlich war das Ultra-Slimer, Level 1000. Austrainer Linus, fordere dich heraus. Die Austrainer sehen so cool aus. Und Slimer. Diesen ganz komischen gelben Subber. Und levelmäßig. 29, der ist sogar. Okay, nicht entwickelt, aber zumindest höher im Level.
Kann man das sagen, das ist ungefähr ausgeglichen jetzt? Keine Ahnung. Okay, okay, okay. Ich könnte ihn einschläfen, bringt mir aber überhaupt nichts. Gut, verbrennen geht es auch nicht mehr. Du hast Pferdestärke. Okay, hol ich dich mal raus. Chakas. Mein episches Pampros. Meine Reichstier der Apokalypse. Der fast schon mal 32 ist. Oh Gott, dann haben wir rein Pferdestärke. Jo. Das hätte ich auch gleich machen können bei Slimehook. Na gut. 32. 108 KP. Echt ziemlich viel. Und Linus ist jetzt sein Papa, ihr Chef. Ich habe wirklich alles gegeben. Gib alles, aber das ist nicht genug. Ein Loser ist und bleibt ein Loser. Verflixt nochmal. Sohn, du Versager. Es tut mir leid. Ich tauge einfach zu nichts. Ach, dieses Drama. Wie bei Erziel. Du bist eingestellt. Papa? Herr Slimer? Hä? Was ist los? Nicht Papa, sondern Chef. Du bist eingestellt, sage ich. Also nicht als Angestellter, sondern als Chef. Verstanden? Was? Du bist ein mutigerer Trainer als ich. Alles, was ich wollte, war dich und der Slimer so kämpfen zu sehen wie eben. Ihr habt alles gegeben. Und deshalb will ich, dass meine Nachfolge in der Firma antretet. Vielen Dank, Chef. Ehemaliger Chef. Es ist meine Ehre. Hey, tut mir leid, dass du eben in unsere kleinen Familienzwist verwickelt wurdest. Als ich dein Inselwanderschaftsabzeichen gesehen habe, macht es Klick. Weggeklickt. Hier, und das als Entschädigung. Ist doch verbogen, aber kein Müll. Ach, ist das eine von diesen Bottle Caps? Silberkronkorken? Ne, ein krumm Löffel? Ach, ist das nicht irgendein Item für Simsala? Das Psychoattacken verstärkt? Irgendwas sowas war das, glaube ich. Muss ich mal gucken. Jetzt, wo ich keinen neuen Chef ernannt habe, bin ich gleich viel beruhigter. Wir werden uns auch weiter ohne Müll von der Lola kümmern. Ja, Papa. War das die ganze kleine Questreihe hier? Gibt noch ein paar Trainer? Bist du ein Trainer? Da glitzert was. Fast übersehen. Geht kein Anruf. Gibt noch ein paar Trainer hier? Sieht nicht so aus. Da auch keine. Der braungebrannte Eiche. Ah, Lola. Wie geht's? Wusstest du, dass die Slimer in der Lola einige aus einer anderen Region stammen? Deshalb nennt man sie auch eingewanderte Pokémon. Und weil es in Alola zu wenig Schlamm für sie gibt, fressen sie stattdessen Abfall. Da sie die Giftstoffe, die sie über die Nahrung aufnehmen, im Körperinneren konzentrieren, riechen sie weniger streng als ihre Artgenossen. Doch nimm nicht von den Kristallen in ihrem Körper Nacht. Die sind nämlich extrem giftig. Die haben Kristalle im... Ach, an ihrem Körper. Die haben Kristalle am Körper? Das ist mir jetzt ganz neu. Danke fürs Zuhören. Hier ein kleines Geschenk. Freundesball. Cool. Versuche, dein Pokédex zu vervollständigen. Das wird auch Rotom sehr freuen. Machen wir keine Angst. Aber komplett vervollständigen wird doch verdammt lange dauern. Item. Ich denke, der Freundesball ist dafür da, damit die Pokémon sich besser mit jemandem anfreunden, bzw. mehr Vertrauen aufbauen
Also zum Beispiel, wie ich dann ein, wenn ich jetzt ein Evoli habe und ich würde theoretisch ein Evoli damit fangen, dann könnte ich es eher entwickeln lassen zu Psyane oder Nachtara, je nachdem ob Tag oder ob Nacht. Oder andere Freundschaftsentwicklungen, da gibt es ja einige. Dann hier wollte ich gucken, der Krummlöffel. Viktor Krummlöffel, hier. Ein Item zum Tragen. Ein Löffel voller telekinetischer Energie, die Attacken vom Typ Psycho verstärkt, genau. Psycho habe ich leider keins. Ich habe ja keinen Arbor gefangen, vor 50 Parts oder wann das war. Also kein Abra, kein Kadabra und auch kein Simsala. Oh, auf allem es gibt noch Mega Simsala. Das habe ich auch nicht. Mann. Aber kommen wenigstens hier ein paar neue Trainer. Ne. Ein paar Touristen. Oh, du bist's. Ja, ich bin's. Vielen Dank, dass du uns beiden auf die Sprünge geholfen hast. Ach, du bist der alte Chef, okay. Dann danke für das Gespräch. Slime. Das Slime, das kenne ich auch noch. Und dich auch noch. Hier liegt sich ein mächtiges Zeug. Hoffentlich geht's dir genauso. Wir freuen dich auf jeden Fall an. Tu das. Was mit dir, alten Sack? Hey, du da. Hast du einen Augenblick Zeit? Na klar. Jupp, 8 Minuten noch. Das geht schon. Jetzt habe ich Angst. Super, vielen Dank. Nimm mich einfach, Styler. Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber du und ich. Wir müssen über deinen Trainerstil reden. Du weißt schon, über deinen Stil als Trainer. Wie du Pokébälle wirfst, deine Lieblingspose, wenn du einen Kampf gewinnst und so weiter. Ich war früher mal Choreograf und habe mir solche Posen beruflich ausgedacht. Aber mir fehlt noch ein Nachfolger, an den ich mein Wissen weitergeben könnte. Und da kommst du ins Spiel. Bitte, bitte, bitte. Fass dir ein Herz und werde mein Nachfolger. Na, erfüllt seinem alten Mann seinen Wunsch? Komm schon. Du musst einfach ja sagen. Ja, gerne. Super. Endlich habe ich keinen Nachfolger. Also komm schon, ab in meine Bude. Du machst dich besser schon mal locker, denn wir starten gleich durch mit Lektion 1 meines erotischen Intensivkurses zum Thema Trainerstil. Also es geht los, mein Lieblingsschüler. Mach einfach meine Bewegungen nach. 1, 2, 3, 4. Stil beweisen wollen wir. Du hast den lockeren Stil erlernt. Du hast den lockeren Stil gemeistert. Gut gemacht. Ach, du? Keine Schreibfehler. Wenn du deinen Trainerstil ändern möchtest, brauchst du nur den alten Style anzusprechen. Das war's für heute, Leute. Ich weiß, du wirst am liebsten gleich die nächste Lektion des Intensivkurses absolvieren. Aber gut, Stil will Weile haben. Komm wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung als Trainer gesammelt hast. Was war denn das jetzt? Schmeiß ich jetzt den Pokéball anders oder wie? Also wie bei Inazuma Eleven, meine Siegespose, da gibt es ja auch mindestens 20 verschiedene. Warum? Warum ist da keine Eingangstür? Was ist denn das für ein Kraftwerk? Recyclinganlage. Besteht zu 100% aus recyceltem Material. Okay, das sind die Müll-LKWs. Hier noch ein paar Items. Mal gucken. Und noch ein paar neue Pokémon. Hier gibt es bestimmt ganz viel und Ratiotoxe. Lebende Müllbeutel. Komm zu mir. Da ist er. Und Ratiotox. Okay, ich muss sagen, die Entwicklung ist gar nicht so schlecht. Sieht schon ein bisschen cooler aus, aber das mag ich wirklich nicht. Aber ich könnte es zerstören und Shadow zu 31 hochleveln. Das könnte ich machen. Denn jetzt haut es ja ein bisschen mehr rein. Und 5 Minuten haben wir noch. Ich werde der Part vielleicht sogar mal pünktlich 30 Minuten haben. Zumindest ist jetzt der Abschnitt oben fertig.
immer dieses kleine Recycling-Anlagen-Dings angucken. Wer hat denn eine Beere dabei? Die Verteidigung sinkt. Das ist nicht gut. Das heißt, du gehst jetzt kaputt. Und die Tüte reißt und kaputt. Jawohl, gerade noch so. 31. Gott, der hat zu wenig Angriff. Das ist so schlechte Werte. Was ist los mit dir? Aber gut, ich möchte den Gengar, also für keinen Weg dran vorbei. So, noch eins. Da kann ich unten schon mal Route 11 anfangen. Noch eins. Hi. Wie er mich grüßt. Das ist ja cool. So, Flucht. Da greife ich lieber mal die Flucht. Da kommt ja nur Müll raus. Was soll ich mit so viel Müll? Gut. Das war die komplette Recyclinganlage. Dann war ich hier auch schon. Hier war ich schon. Die habe ich schon besiegt, glaube ich. Slimer essen Müll. Und wenn nicht, dann essen sie ganze Gebäude. Sehr, sehr, sehr lehrreich. Genau, dann geht's hier weiter. Ich war schon überall bei der kleinen. Bei Little Asia Funky Town. Dann. Ab nach unten. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Auf Route Nummer 11. Und das reicht für eine. Pokémon-Kampf, der nicht stattfindet. Warum? Sieh an, da haben wir jemanden mit einem Inselfundeshaus-Abzeichen. Der Pokémon sehen aus, als wären sie ziemlich erschöpft. Na komm, lass sie mich eben für dich wieder fit machen. Sie hatten mich unsittlich berührt. Oder ihr? Nicht sie. Wenn du die Inselfundeshaus erfolgreich bestehen willst, solltest du dich immer gut auf die neue Pokémon achtgeben. Vielen Dank und danke für die Heilung. Das kann man immer gebrauchen. Bist du ein Trainer? Ein Kampf auch hier noch. Du bist auch kein Trainer, was ist denn los mit euch? Alles so faul. Ich habe mich von einem Schwimmer zu einem Wanderer, der schwimmen kann, entwickelt. Es gibt auch Pokémon, die einen zusätzlichen Typ erhalten, wenn sie sich entwickeln. Okay, gut zu wissen. Dann zumindest ein neues Pokémon. War denn ein Item? Irgendwas war jetzt da. Ha! Der ledige Lidian. Cool. Aber die kenne ich auch schon, sorry. Flucht. War denn ein Item? Da war doch was. Ein Riesenpilz. Mega cool. Oh, wie cool. Warte, der Kleine guckt auch. Er macht kleine riesige Augen. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Machen wir noch einen Pokémon-Kampf. Und da war es ja schon. Wir starten gleich im nächsten Part mit einem. Donald Trump erscheint. Machen wir im nächsten Kampf gleich den, soweit ich weiß, ersten Doppelkampf gegen Mutter und Sohn. Super, wirkungslos. Dann zumindest effektiv. Den ersten kleinen Doppelkampf. Ach, das dauert mir so lange. Ja, es ist wieder mal nichts effektiv wegen dem blöden Typ Geist. Oder wegen dem guten Typ Geist, der jetzt auch ein kleiner Nachteil ist. Denn meine Geisterpfote trifft auch nicht gerade alles. Nicht mal normal. Und das ist nicht normal, dass normal nicht normal ist. Wo gehe ich hin? Ach, da hin. Da passt's. Okay, gut. Das war's dann mit diesem spannenden Part von Let's Play Pokémon Mons. Wir waren bei der Recyclinganlage, haben ein paar wunderschöne Unratytoxe besiegt und haben eine wunderschöne Beziehungsstory à la RTL 2 Family Stories erlebt. Und jetzt geht's weiter bei Route Nummer 11, wo wir ganz am Ende dann zum nächsten storymäßigen Gebiet kommen, zum Berg irgendwas, zum zweiten Berg halt,
wo die nächste Prüfung stattfindet. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann ab dem nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Mond. Bis dann. Ciao.